Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Videoreihe. Ich befasse mich in dieser Reihe mit einer Einführung in die Netzsysteme, mit den Aufgaben von Sicherungen und füge im letzten Teil dieser kleinen Videoreihe eine RCD bzw. einen FI-Schutzschalter in die Anlagen ein. Die Reihe wendet sich an Auszubildende in Elektronikerberufen im zweiten Ausbildungsjahr und ersetzt eine entsprechende Videoreihe aus dem März 2020, die einer technischen Überarbeitung bedurfte. Im ersten Video befasse ich mich nun mit dem Aufbau von Netzsystemen, also Energieversorgungssystemen in der Elektrotechnik. Wir sehen in diesem Bild ein unvollständiges System, mit dem ich die beiden wichtigsten Systeme herleiten möchte. In drei Spulen werden drei sinusförmige Wechselspannungen induziert mit einem Effektivwert von jeweils 230 Volt. Diese drei Wechselspannungen U1, U2 und U3 sind gegeneinander um 120 Grad Phasen verschoben. Diese Spannungen werden über die drei Außenleiter L1, L2 und L3 in die Anlage geliefert. Auf der anderen Seite sind diese drei Leitungen zum sogenannten Sternpunkt miteinander verbunden. Der Sternpunkt wird als vierte Leitung mit in die Anlage geführt, hier in diesem Bild als Neutralleiter bezeichnet. Aufgrund der Phasenverschiebung dieser drei Spannungen untereinander betragen die Spannungen zwischen den Außenleitern, also zum Beispiel zwischen L1 und L2, jeweils 400 Volt. So auch zwischen L1 und L3 und auch zwischen L2 und L3 und sind ebenfalls sinusförmig, genauso wie auch diese Spannung. Warum das gerade 400 Volt sind, erkläre ich in diesem Video nicht. Das habe ich aber bereits in einem anderen Video erläutert. Schaut man sich Bilder aus der Fachliteratur zu diesem System an, so fehlen hier mindestens noch vier Komponenten. Das ist einmal eine Verbindung des Schutzleiters PE zur Erde und zum Sternpunkt. Der Schutzleiter ist ja hier einfach nur lose gezeichnet. Da fehlt also noch was, die Verbindung zur Erde und zum Sternpunkt. Außerdem ist dieser Sternpunkt hier isoliert dargestellt. Es gibt zwar ein System, in dem das der Fall ist, aber das soll nicht Thema dieser Videoreihe sein. Da muss also auch noch eine Verbindung zur Erde geschaffen werden. Es fehlen Sicherungen und es fehlt ein Verbraucher. Die im ersten Bild fehlenden Komponenten habe ich nun in dieses Bild eingezeichnet. Wir sehen hier eine Verbindung des Sternpunktes zur Erde. Da sich diese Spulen im Transformator oder Generator befinden, muss der Sternpunkt natürlich auch am Transformator bzw. Generator geerdet werden. Dieser Erder nennt sich Betriebserder RB. Wir sehen hier die Sicherung eingezeichnet. Die spielen für die folgenden Überlegungen aber erstmal keine Rolle. Wir sehen hier weiterhin einen Verbraucher eingezeichnet, der an L1, L2, L3, den Neutralleiter und den Schutzleiter angeschlossen ist. Die vierte Leitung, die hier in die Anlage geführt wird, wird an dieser Stelle mit N oder PEN bezeichnet. Die Bezeichnung im ersten Abschnitt der Anlage ist tatsächlich unterschiedlich und hängt davon ab, ob es sich um ein TT- oder TNCS-System handelt. Darauf gehe ich gleich noch ein. Wir sehen hier, dass der Schutzleiter an dieser Stelle über einen Fundamenterder mit dem Erdreich verbunden worden ist. Diese Erder sind in allen Anlagen vorhanden. Im Widerspruch zu dem, was Sie in manchen Fachbüchern finden, dort finden Sie nämlich häufig für das TNCS-System hier keinen Erder angegeben. Da aber in den technischen Anschlussbedingungen dieser Erder immer gefordert wird, ist er in der Praxis immer vorhanden. Hier gibt es also einen Widerspruch zwischen dem, was Sie in den Fachbüchern beim TNCS-System vorfinden und dem, wie ich das Thema hier behandle. Dieser Fundamenterder ist im TNCS-System eine Erweiterung des Betriebserders und wird dann auch RB-Betriebserder genannt. Im TT-System hingegen wird er als Anlagenerder bezeichnet. Beide Systeme, die ich im Folgenden betrachten werde, unterscheiden sich hinsichtlich der Verbindung, die der Schutzleiter zum Sternpunkt hat. Darauf werde ich also im Folgenden näher eingehen. Die am weitesten verbreiteten Systeme sind also das TNCS-System und das TT-System. Beide sind installationstechnisch, wenn ich mich in der Anlage befinde, absolut identisch, denn in beiden Anlagen habe ich L1, L2, L3, den Neutralleiter und den Schutzleiter zur Verfügung, sodass sich die Elektroinstallation innerhalb der Anlage weitgehend nicht unterscheidet.
Wie bereits gesagt, habe ich natürlich zwischen den Außenleitern immer eine sinusförmige Wechselspannung mit einem Effektivwert von 400 Volt. Und zwischen den Außenleitern und dem Neutralleiter gibt es immer eine Spannung, eine sinusförmige Wechselspannung mit dem Effektivwert von 230 Volt. Da nun der Sternpunkt mit der Erde verbunden ist, hat diese Spule über den Sternpunkt eine Verbindung zur Erde. Und da das andere Ende der Spule ja nun in die Anlage geführt worden ist, besteht nun diese sinusförmige Wechselspannung von 230 Volt natürlich nicht mehr nur an der Spule, sondern auch innerhalb der Anlage zwischen L3 und N. Die braucht man da natürlich, dafür führt man die da rein. Aber durch das Erden des Sternpunktes besteht diese Spannung natürlich auch zwischen dem Außenleiter und dem Erdreich. Und genau das macht natürlich diese Anlage gefährlich. Das gilt übrigens genauso für das TT-System, da ist das identisch. Berührt man den Außenleiter und gleichzeitig die Erde, so kann ein Strom über den Menschen fließen und es kann sofort zu einer tödlichen Wirkung kommen, sodass wir dann leider in dieser Szenerie landen. Die Bezeichnung TNCS-System setzt sich folgendermaßen zusammen. Das T steht für Terra, Erde, und bedeutet, dass der Sternpunkt geerdet wurde. Das ist ja eindeutig der Fall und leicht zu verstehen. Das C, darauf gehe ich als nächstes ein, bezeichnet diesen kombinierten, combined Abschnitt, in dem der Schutzleiter und der Neutralleiter sich innerhalb von einer Leitung befinden. Das ist dieser Abschnitt, der C-Abschnitt. Der geht also vom Sternpunkt bis zu dieser Trennstelle, auf die ich gleich noch näher eingehen werde. Außerdem gibt es einen S-Teil in dem System. Das ist der Teil, in dem der Neutralleiter und der Schutzleiter separat voneinander geführt werden, als zwei Leitungen. Das erreicht man im TNCS-System dadurch, dass man auf die vierte Leitung, die hier in die Anlage geführt worden ist, eine fünfte Leitung aufklemmt, sodass man ab dieser Stelle fünf Leitungen zur Verfügung hat. Man darf die danach übrigens nicht wieder miteinander verbinden, aus vielerlei Gründen. Das N ist deutlich schwerer zu verstehen und in der Fachliteratur sehr irritierend dargestellt. Ich erläutere das folgendermaßen, und zwar auch im Hinblick auf den Unterschied zum TT-System. Dieses N bedeutet, dass der Schutzleiter nicht nur über den Fundamenterder eine Verbindung zum Sternpunkt bzw. Betriebserder hat, sondern auch noch über eine geführte Leitung. Das ist diese vierte Leitung. Im TNCS-System gibt es also eine Verbindung des Schutzleiters über eine gezogene Kupfer- oder auch Aluminiumleitung zum Sternpunkt. Genau das wird über diese Stelle realisiert, die sich in der Regel in der Hauptverteilung befindet oder in manchen Gegenden Deutschlands auch schon im Hausanschlusskasten realisiert wird. Es ist übrigens sehr ungünstig aufgrund von elektromagnetischer Verträglichkeit, wenn diese vierte Leitung bis in die Etagen gezogen wird und in den Etagen wird dann immer erst diese Verbindungsstelle hergestellt. Aber darauf gehe ich hier nicht näher ein, dazu habe ich bereits ein anderes Video erstellt, auf das ich hier verweise. Nun ein Blick auf das TT-System. Das TT-System ist installationstechnisch weitgehend identisch aufgebaut zu dem TNCS-System. Wir sehen, an dieser Stelle fehlt aber die Verbindung des Schutzleiters zur vierten Leitung. Die war im TNCS-System gegeben. Die ist hier nicht mehr vorhanden. Das heißt, dass im TT-System der Schutzleiter nur über den Anlagenerder eine Verbindung zum Betriebserder bzw. Sternpunkt aufweist. Grundsätzlich ist die auch vorhanden, sodass also zunächst die Potenziale an diesen fünf Leitungen identisch sind mit den Potenzialen im TNCS-System. Und daher gibt es auch bei der Installation kaum Unterschiede. Sämtliche Unterschiede, die tatsächlich vorhanden sind, sind auf Sicherheitsaspekte zurückzuführen, nicht aber auf funktionale Aspekte. Denn diese fünf Leitungen haben die gleiche Funktion wie im TNCS-System. Der Hauptunterschied besteht also darin, dass diese Verbindung nicht vorhanden ist. Entsprechend heißt die vierte Leitung im TNCS-System PEN, aber im hier abgebildeten TT-System hat sie dann nur den Namen N.
Welche Netzform installiert wird, entscheidet übrigens der Netzbetreiber und nicht etwa der Elektriker oder der Kunde. Mit der Genehmigung zur Errichtung der Anlage wird dem Elektriker vorgeschrieben, welches Netzsystem er zu realisieren hat. Und das kann er einfach dadurch realisieren, dass er diese Verbindung herstellt oder eben auch nicht. Auch hier gilt natürlich, dass der Außenleiter gegenüber Erde eine Spannung führt und es in dem System daher sehr gefährlich ist, ein spannungsführendes Teil zu berühren. Das ist im IT-System übrigens anders, deshalb wird das hier ausdrücklich erwähnt. In diesem Bild sehen wir nun beide Netzsysteme nebeneinander abgebildet. Die Bilder unterscheiden sich tatsächlich nur dadurch, dass an dieser Stelle eben keine Verbindung des Schutzleiters zum Neutralleiter und damit zur vierten Leitung vorhanden ist, während sie hier zu sehen ist. Wie ich am Anfang des Videos schon mal erläutert habe, wird in der Fachliteratur beim TNCS-System häufig auf die Darstellung des Betriebsäders innerhalb der Anlage verzichtet, obwohl sie von den Netzbetreibern zwingend vorgeschrieben wird. Das kann sehr irritierend sein. Das muss man sich also unbedingt merken, wenn man mit der Fachliteratur an dieser Stelle zurechtkommen will, denn sonst erkennt man das TNCS-System dort kaum wieder. Ich will an dieser Stelle ganz kurz auf die Vor- und Nachteile beider Systeme eingehen. Die Vorteile des TNCS-Systems sind folgende. Beim Ausfall des Fundamenterders, dieses Erders, habe ich natürlich immer noch eine Verbindung des Schutzleiters zum Sternpunkt, sodass der Schutzleiter voll in Funktion bleibt. Hingegen im TT-System, wenn der Anlagenerder ausfällt, ist der Schutzleiter nur noch eine lose Leitung in der Wand und hat keinerlei Funktion mehr. Damit ist die ganze Schutzwirkung des Schutzleiters verloren gegangen. Ein Riesennachteil des TT-Systems gegenüber dem TNCS-System. Im TNCS-System ist der Schutzleiter über zwei Wege mit dem Sternpunkt verbunden. Da der Schutzleiter möglichst niederohmig mit dem Sternpunkt verbunden sein muss, um seine Schutzwirkung möglichst gut entfalten zu können, ist dieser Fall natürlich deutlich besser als der Fall, denn dadurch ist diese Verbindung niederohmiger, denn es gibt ja hier zwei parallele Wege vom Schutzleiter zum Sternpunkt. Der Aspekt wird noch dadurch verstärkt, dass der hier hinzugekommene Weg für den Schutzleiter zum Sternpunkt in aller Regel niederohmiger ist als der im TT-System als einziger vorhandene Weg. Dieser Weg ist deutlich hochohmiger, weil ich über zwei Fundamenterder gehen muss, als der Weg über diese vierte Leitung. Hier hat das TNCS-System also zwei ganz klare Vorteile. Bei Bruch des Fundamenterders bleibt der Schutzleiter in Betrieb. Der Schutzleiter ist deutlich niederohmiger mit dem Sternpunkt verbunden als im TT-System. Der Nachteil des TNCS-Systems besteht aber darin, dass bei einem Bruch des PEN-Leiters und bei einem eingeschalteten Verbraucher sämtliche Betriebsmittel in der Anlage und nicht nur die Betriebsmittel gegenüber Erde unter Spannung stehen. Das habe ich in einem weiteren Video zum Thema TNCS-System ausführlich erläutert, auf das ich hier verweisen möchte. Was aber somit auf keinen Fall passieren darf, ist ein Bruch des PEN-Leiters im TNCS-System. Tritt dieser Bruch im TT-System auf, so stehen die Betriebsmittel der Anlage nicht gegenüber Erde unter Spannung. Da dieser Bruch des PEN-Leiters in ländlichen Gebieten häufiger vorkommen kann als in städtischen Gebieten, weil in ländlichen Gebieten eher Oberleitungen eingesetzt werden als in städtischen Gebieten und bei Oberleitung kann natürlich durch umfallende Bäume etc. ausgerechnet nur der PEN-Leiter abreißen, gibt es die sehr pauschale Aussage, dass in ländlichen Gebieten eher die TT-Systeme eingesetzt werden und in städtischen Gebieten eher die TNCS-Systeme. Grundsätzlich aber gilt natürlich, dass die Gefahrensituation immer vor Ort geklärt sein muss. Auch in Großstädten gibt es natürlich Oberleitungen, da wo sich das gar nicht anders machen lässt. Und heute ist es so, dass in vielen ländlichen Gebieten
ebenfalls auch Erdkabel verlegt worden sind, sodass diese Unterscheidung zwischen ländlichen und städtischen Gebieten nicht wirklich sachlich begründet ist. Aber tatsächlich, historisch bedingt, ist es häufig so, dass in eher ländlichen Gebieten verstärkt TT-Systeme eingesetzt werden, während in städtischen Gebieten TNCS-Systeme weiter verbreitet sind. Ja, soweit diese kleine Einführung zu den beiden am weitesten verbreiteten Netzsystemen. Wie bereits gesagt, habe ich auch ausführlichere Videos zu den beiden Netzsystemen erstellt, auf die ich hier verweisen möchte. Im nächsten Video werde ich die Aufgabe von Sicherung in diesen Anlagen näher erläutern. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mal über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.